Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, euer Grumpy Beard. Ich und der Olli spielen wieder eine Runde Ark Survival Evolved mit euch zusammen. So ist es, Servus. Und wenn alles glatt läuft, seht ihr sogar meine Hackfresse hier in diesem lustigen Kasten hier. Meine heute mal nicht. Komisch, ne? Wir wechseln uns immer ab. Ich wollte es jetzt Wir einfach wechseln uns mal ab, ja. ausprobieren. Ich Die hoffe, es letzten sechs. klappt. Falls nicht, dann hat es nicht geklappt. Ja, bei mir hat es letztes Mal nicht so gut geklappt. Die letzten sechs Folgen waren ja mit meiner Fräse, aber allerdings war das ein bisschen. Es liegt an Hat ein der bisschen. Fräse, Digga. Ja, das war noch ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit Greenscreen aufzunehmen und da war die Belichtung noch nicht so hundertprozentig. Aber ja, ich denke mal, bei der nächsten Session mache ich dann auch wieder mit Fräse. Mit Fräse, genau. Ja, wir beschaffen gerade noch Nahrung, weil dieses lustige Boot, was vielleicht einige von euch aus dem Stream schon kennen, gibt es jetzt natürlich auch auf unserem Server. Oh ja. Und da haben wir mega Bock drauf, eins zu bauen. Ihr habt's ja, die Leute, die beim Stream dabei waren, wissen ja schon, dass wir da ein bisschen rumgesponnen haben mit diesem Boot und das Gestern Abend, ja. ein klein wenig ausgebaut haben. Weiß nicht, vielleicht habt ihr es gesehen. Also. Ja, und das haben wir jetzt hier auch vor, in ähnlichem Maßstab. Mal gucken, wie das wird. Ich hoffe, es funktioniert. Also, ich muss dazu sagen, das ist jetzt unsere erste Aufnahmesession. Ich mache hier, während ich hier mal das Rollo runter mache. Das ist die erste Aufnahmesession seit den Livestreams, in der wir wirklich irgendwie unter uns sind, mal wieder. Ja, das ist komisch, ne? Total Ja, ungewohnt irgendwie. ist irgendwie ungewohnt, ja. Aber sonst hast du immer so den Chat im Auge. Hier ist es ja eigentlich echt entspannt so zu zweit. Oh ja. Ist halt was komplett anderes als in den Livestreams irgendwie. Ja, es ist wirklich komplett anders. Ich Schon. muss sagen, ist eine mega coole Sache, streamen. Aber es ist auch mal wieder ganz gut, so zur Abwechslung, so chillig zu zweit, ist Naja. auch ganz cool. Ja, ich find's auch. Es hat beides so seine Vorteile. Ja, definitiv. Bei Streamen kannst du halt nicht so groß schwingende Unterhaltungen führen, wie wir das sonst immer machen. Deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen eine Umgewöhnung. Ja, das Für uns stimmt. beide. Aber es ist trotzdem was anderes, weil du hast da auch irgendwie so das direkte Feedback, dann kriegst du direkt von den Leuten gesagt, das, was du machst, ist cool oder ist scheiße. Und das ist halt. Du musst nicht warten, bis die Folge online ist, bis du das hörst. Nein, müssen wir ja sowieso nicht. Also, zu uns hat ja Ja. noch fast niemand gesagt, dass wir scheiße wären. Noch fast niemand. Noch fast niemand. Ja, wir beschaffen uns hier gerade wie immer am Anfang, am Anfang jedes Streams und jeder Folge oder jeder Session muss natürlich erstmal für Nahrung gesorgt werden. Das seht ihr meistens gar nicht, lustigerweise. Wir haben es jetzt, glaube ich, das erste Mal drauf, dass wir hier diese Vorproduktion mit aufnehmen. Ah ja, Grumpy, apropos Umgewöhnung auf Stream, hast du dein Zeiteisen wieder angeschmissen? Ui. Ui, ui, Okay. ui. Also machen wir von jetzt an mal eine Stunde. Das klingt vernünftig. Und dann eine Bier- und Pinkelpause. Das ist der Plan. Beziehungsweise Sencha-Tee-Pause. Sencha-Tee, was ist denn, das musst du mir jetzt nochmal erklären, was genau ist denn ein Sencha-Tee? Das ist einfach ein grüner Tee, der aus Sencha-Blättern. Also, ich glaube, Sen heißt irgendwie Gras und Cha heißt Wasser. Also Tee, der aus Gras gemacht wurde. Ah. Kann je nach Qualität, kann der ganz verschiedene Geschmäcker haben, je nach Aufguss, Dauer auch. Also der kann von herb zu bitter über leicht grasig und sogar süßlich gehen. Grasig. Ist ein japanischer Tee wohl. Japaner rauchen Gras oder trinken Gras? Das ist ja auch witzig. Trinken, ja. Also richtiges auf dem Boden Wachsgras. Und ich Kein. trinke jetzt den ersten Schluck davon. Ich bin mal gespannt. Schade, dass er kein Webcam-Bild anhat. Sonst würden wir uns jetzt, glaube ich, alle extrem freuen, wenn er ekelhaft schmeckt. Nein, ich hoffe natürlich, er schmeckt dir, dein Tee. Sehr interessant. Geil. Interessant Nee, ist nee, nee, immer. der ist richtig gut. Ich habe sowas bloß noch nie geschmeckt vorher. Okay. Also dafür, dass ich ihn jetzt zu lange habe drin lassen, den Beutel, normalerweise hätte ich den eher wieder rausholen müssen. Er schmeckt mild, überhaupt nicht bitter. Und so ein bisschen grasig. Also ich habe Gras noch nie gegessen, aber ich kann mir vorstellen, dass Gras Den so Geruch schmeckt, wenn man kennst du es. ja, ne? Ja, aber es ist nicht ganz so penetrant grasig, sondern eher leicht grasig. Oh Gott. Okay, Ja, aber es ist interessant. so.
Es schmeckt auf jeden Fall interessant. Also ich habe es jetzt mal pur. Ich trinke ja meinen Räuberstee immer mit Milch. Den trinke ich jetzt hier gerade mal pur. Und ich muss sagen, mit einem kleinen Schluck Milch, mega lecker. Ist auch sehr, sehr gesund, grüner Sencha-Tee. Und den gibt es im Supermarkt oder musst du da zum Teeladen Ja, fahren? ne, ich habe den hier vom Rewe. Allerdings habe ich, ich hab die Bio-Variante mit dem Fairtrade-Logo gekauft. Ah, fürs Gewissen. Ja, naja. Ich hoffe, dass es wirklich das bringt, was es verspricht. Ich muss mir gerade eine andere Raucherhaltung angewöhnen, merke ich mit der Webcam irgendwie, weil ich sonst qual mich die ganze Zeit meine Zuschauer voll. Das natürlich. Das ist nicht so förderlich. Ich möchte ja nicht, dass ihr krank werdet oder so. Genau, ja. Durchs Es Passivrauchen. brennt auch so in den Augen immer. Das ist. Nee, ich glaube, meine Webcam passt da die Schärfe irgendwie komisch an, deswegen könnte es Ach sein, so, das kann natürlich dass sein. es halt dann nervig wird und da habe ich irgendwie auch. So, ich hatte im letzten Stream ein paar Soundprobleme. Jetzt weiß ich auch warum. Da waren die Pegel falsch eingestellt. Jetzt habe ich sie wieder hochgedreht und ich glaube, jetzt bin ich zu laut in der Aufnahme. Schauen wir mal. Just heute habe ich natürlich andere Kopfhörer drin, weil ich mit Facecam jetzt aufnehme, beziehungsweise es versuche. Ich hoffe, es klappt jetzt echt ohne Scheiß. Sonst mache ich mir hier den ganzen Stress umsonst. Habe ich mir natürlich nicht mein Headset aufgesetzt, sondern so In-Ear-Kopfhörer, damit man ein bisschen was von meinem Kopf sieht und dass ich den leichter drehen kann. Weil ich habe so ein fettes Razer-Headset normal auf. Und ja, deswegen kann ich dir nicht sagen, ob du laut oder leise bist, weil die Dinger kannst du nicht regeln irgendwie. Also direkt am Gerät. Ah, jetzt, wenn du, also ich bin schon überlegen, ob ich nach der Stunde Pause, ob ich dann auch mal meine Cam anschmeiße, aber das entscheide ich dann spontan. Euch wird vielleicht auffallen, wenn ihr bei mir schaut, dass die Grafik besser geworden ist und das Spiel trotzdem sehr viel flüssiger läuft. Da hat sich irgendwie einiges getan in den letzten Tagen bei mir, was die Performance angeht. Und ich nehme jetzt gerade auch auf und es bewegt sich keinen Millimeter von diesen eingestellten 30 Frames weg. Also. Krass. Das muss ich jetzt mal gucken. Vorher habe ich immer so mit 15 bis 20 Frames aufgenommen. Hast du da diesen? Ach, ich muss das in der Aufnahmepause mal machen. Ja, Ich habe das gestern total von Cracky. verschwitzt. Genau, Cracky hat Einstellungen Das gepostet. ist ganz einfach. Musst du einfach nur kopieren und reinpasten. Kein Ding. Ja. Kann dir genau sagen, wohin. Du machst es schon. Ja. Ich Es ist vertraue da in auf einer dich. Minute erledigt. Ja, da kannst du auch. So, ich mache jetzt diese 13 Fleisch, mache ich jetzt hier noch fertig und dann. Gehe ich mal Richtung Olli irgendwo hin. Der Olli ist da, der muss jetzt auch mal kurz ein Bettin. Feuerchen Ja, hier, das anwerfen hier können noch. wir mal wegschmeißen. Ah, ich habe gar kein Holz mehr dabei. Ich könnte eigentlich mal noch ein paar. Ja gut, Trankpfeile habe ich eigentlich genug. Also so viel Narcotics und so viel Trankpfeile, wie ich jetzt mittlerweile habe. Bei dir im Schrank sind oben ja auch welche drin. Ja, Da ja. könnten wir jetzt demnächst echt mal auf den T-Rex gehen oder so. Ich würde auch sagen, da mal was Großes jagen. Vielleicht vom Strand aus. Ich glaube, T-Rexe können Ich nicht schwimmen, oder? habe in meinem ersten Stream habe ich versucht, einen Kano zu fangen hinten raus. Allerdings kamen da von rechts, von links und von vorne T-Rexes an und da habe ich mir dann gedacht, nö. Ich hätte fast einen Kano gefangen, aber ich würde sagen, machen wir direkt einen T-Rex. Na, mach mal. Sind wir ein bisschen größenwahnsinnig. Ah, krass, das Spiel kann so schön sein. Es ist echt wunderbar. Muss ich mal gucken, ich glaube, mein Mikro nimmt nämlich nicht auf. Ich glaube, Ja, ich Mikro. hab's. Mein Mikro schon, aber meine Webcam nimmt glaube ich, nicht auf. Achso, also Ich Leute, kannst. bezweifle es. Vielleicht lasse ich mir noch was einfallen in der Aufnahmepause. Ja, dafür sind so Pausen natürlich auch immer gut. Wenn es mit der Technik mal nicht will. Ich hätte es auch gerne vorher mal probiert, aber das hat sich heute irgendwie über den Tag nicht ergeben, weil ich leider arbeiten war. Und da kann ich schlecht meine Webcam-Settings hier irgendwie angucken. Okay. Motion Detection. Das schaut Ey, schlecht die sind aus. so, die Leute von Position Sound sind so übelst hilfreich, das ist echt krass. Gestern waren es ja, wie lange haben wir gestreamt gestern? 4 Stunden 40, sowas. Ungefähr ziemlich lange, ja. Und da waren irgendwie 20 oder 30 Musikstücke, die geclaimed wurden. Krass. Und das habe ich heute Morgen, habe ich erst angefangen, mich drum zu kümmern und nach 2 Stunden war das Ding komplett geklärt. Hast du wieder mit YouTube gestritten dann?
Nö, ich habe dann einfach gesagt, wegmachen. Und dann haben sie es weggemacht. Claim wegmachen, sonst Grumpy böse. Sonst Grumpy Grumpy. Sonst Grumpy Grumpy. Nö, aber es hat echt, es funktioniert. Also wirklich, das ist super. Die Jungs machen das bei YouTube. Die sind da. Und sind da am Ball. Die sind da am Ball. Ja, das stimmt. Also der Support von YouTube, jetzt, ich habe bisher noch keine Schwierigkeiten. Also man kann YouTube, ich glaube, den Support kannst du anders. Wie kann man denn den Support von YouTube erreichen? Weiß ich nicht, aber so Probleme, die du hier geklärt hast, ist auch mit dem Support geklärt, oder? Also da wird es wird ja wohl eine Support-Abteilung geben, die sich dann darum kümmert. Ja, nee, das ist, du machst es direkt über das Urheberrechtsfenster, da tust du direkt Einspruch einheben und sagst denen, warum. Das ist aber eine echt krasse Geschichte. Die weisen dich da direkt drauf hin, wenn du hier Falschangaben machst, weil könnte ja jeder sagen, ich hab die Rechte. Wenn du Falschangaben machst, kann es sein, sofort ist dein Kanal YouTube-Kanal weg, aber sofort. Echt? Ohne Strike? Da gibt's auch gar keine Diskussion. Wenn du die da verarschst, kann sein, ist weg. Das müssen wir gucken. Also ich mache mich jetzt mal ganz kurz aus hier auf der Kamera, falls sie denn läuft. Weil ich muss jetzt echt mal nachgucken, ob das jetzt den ganzen Stress hier wert war. Oh, das sieht nicht so aus, als hätte der irgendwas aufgenommen. Du, das ist am Anfang immer so, wenn du mit sowas anfängst. Schade. Das ist echt blöd. Ich habe eine Idee. Eine Idee? Eine Idee habe ich. Eine kleine Idee. So, komm, nee, komm, das nehmen wir jetzt hier. Jetzt einfach mal anders. Vielleicht funktioniert es ja so. Viel zu viel Zeug. Okay, Narcotics könnte man eigentlich auch mal wieder bauen hier. So. Nehmen wir das Holz mit. Wieso geht denn das nicht aus? Ach ja, ich warte jetzt noch, bis mein Fleisch gebraten ist. Sorry, wenn das jetzt gerade für euch Zuschauer ein bisschen langweilig ist. Aber vielleicht gibt es ja gleich eine überraschende Wendung. Ah, ich bin jetzt auch fertig und bewege mich jetzt mal zumindest Richtung Olli. Beweg dich mal Richtung mich. Ach so, das habt ihr gar nicht. Das war, glaube ich, nur im Stream zu sehen. Werde ich euch gleich mal zeigen. Ich habe nämlich was getamed. Ach ja, stimmt. Das wurde, glaube ich, noch gar nicht gezeigt hier im Spiel und vor allem nicht in so schöner Grafik. Bist du gerade in der Nähe von der Bude oder machst du runter zum Strand und zeigst es? Nee, ich bin noch unten am Strand. Ich war hier gerade noch am Kochen. Ach so, ja, dann zeig das schnell. Dann, okay, Komm gleich hoch. Ich müsste dann auch mal meine Hacken und alles reparieren. Metall müsste ja irgendwo noch rumliegen. Ich hatte nämlich Metall gesammelt, ich bin ja extra da auf den Berg geflogen. Das müsste alles oben in der Forge sein oder so. So, jetzt habe ich ein alternatives Bild für euch. Ich hoffe, ich finde die Stelle, an der ich es jetzt reingesinkt habe. Aber ich habe jetzt meinen kleinen Camcorder hier angemacht. Den da. Und jetzt dürftet ihr mich eigentlich auch sehen. Also wenn es jetzt nicht klappt, dann könnt ihr mir wirklich einen Arsch versuchen. So, schaut mal, das ist der, den habe ich gezähmt letztes Mal. Das ist der gute Gamer Neighbors. Was übrigens der Name von einem ganz coolen Kanal ist, bei dem man auch gerne mal vorbeigucken kann. Von so einem ganz coolen Zuschauer. Ist eine richtig coole Socke, hat auch so ein Bart hier irgendwie. Ist schon ein cooler Kasper da. Nee, der ist echt cool. Basti ist echt in Ordnung. Von dem sehen wir ja vielleicht auch ein bisschen mehr demnächst. Also wir gucken mal mehr Videos von ihm da. Für euch. Level 1. Naja, nee, komm. Okay, also habt ihr den Megalodon gesehen? Sattel kann ich da... Oh, Moment mal, habe ich den Sattel nicht schon gelernt? Ich meine... Nee, das ging mit Level 40 oder 45 ging das erst. Dödikorus weiß ich immer noch nicht, was es ist. Ich weiß, Alter, es ist, ey, wir hätten es mal googeln sollen. Tenarodon, Sarko... Ja, ein Flugdino habe ich dir ja wieder hingestellt. Leider ist es kein Vogel, sondern ein Pteranodon. Ach, war es kein Vogel? Ja, deinen habe ich ja im Stream gekillt. Hast du mir einen Sattel wenigstens drauf gemacht? Kein Vogel. Ja, den Sattel, den habe ich dir in den Schrank gelegt irgendwo. Ja, auf den Flugsaurier habe ich dir einen Sattel gebaut, ja. Ach so, ja, das ist... ich habe ja noch genug. Ich nehme jetzt ordentlich Pfeile mit. Also du hast direkt einen Flugsaurier, mit dem du loslegen kannst. Narcotics nehme ich auch mal ein paar mit. Also ich habe jetzt ungefähr 100 Trank Arrows. Ja, ich auch. Eine volle 102. Crossbow. Das müsste eigentlich reichen, die dürfte eigentlich nicht kaputt gehen. Nee, also meine ist nicht voll. Ich muss das ganze Zeug jetzt mal reparieren. Ich hoffe, wir haben noch genug Metall. An der Smithy, ja, da ist noch genug. Dürfte noch genug drin sein.
Weil auch die Hacke muss ich reparieren und Hacke in Fresse. Was? Nix. Alles gut. Laberst du? Und nix. Alles gut. Schaut mal, hier ist der kleine Party. Der kleine Party. Hier war die Ruby. Ja, sind ein paar Dinos dazugekommen jetzt durch das Gestreame die ganze Zeit. Ich hab ein paar, ja, genau. Anfangs hatte ich ja noch hier drauf gestreamt. Einmal oder so. Und dann haben wir ja mit unserem Community-Projekt angefangen. Ja, sag doch mal, Olli. So deine ersten Eindrücke vom Community-Projekt. Finde ich mega cool. Finde ich eine mega coole Aktion. Es gab hin und wieder Probleme, die sind jetzt aber nicht so schlimm, dass wir die nicht in den Griff kriegen konnten oder in den Griff kriegen werden. Hat auch ein bisschen so mit der fehlenden Kommunikation zwischen Zuschauern oder der fehlenden Kommunikationswilligkeit zwischen Streamern und Zuschauern zu tun irgendwie. Da gab es ein paar kleinere Probleme. Abgesehen davon war es eigentlich eine mega coole Sache. Ich finde auch den Server, den es der Cracky da zur Verfügung gestellt hat, ultra gut. Es hat ähnliche Einstellungen wie der hier. Du craftest dich oder du sammelst dich halt nicht zu Tode, du kannst halt schnell was bauen. Und so die Leute sind auch alle, also durch die Bank irgendwie sind alle cool. Bis auf die kleineren Probleme, okay, aber ich weiß nicht, die hast du ja eigentlich immer. Das ist jetzt weiß nicht, präzisier so. Mal bitte das mit der Kommunikationswilligkeit Streamer weißt du, zu. Ich glaube, mehr Infos können wir gar nicht geben, als wir gegeben haben. Nee, ich meine damit eigentlich eher, dass manche Sachen halt, dass du manche Sachen halt öfter sagen musst, bis sie ankommen. Ja, das ist leider so. Also siehe, hier die Aktion mit irgendwie Dinos rumfliegen und dann die anderen spaßeshalber aufheben. Das ist halt dann, ja, es ist schon lustig halt, ne, wenn es einmal passiert, dann sagst du, okay, es nervt. Das da muss ich dir allerdings auch noch was sagen, ne? Also da ist ja gestern, als du dann irgendwie weg warst, da wurde ich ja dann schon wieder gefragt, ob man mich mal durch die Gegend fliegen könne. Ach echt? Also das kommt anscheinend einfach nicht an. Es kommt nicht an. Da muss ich mal Ohren putzen, ne? Manche Leute. Irgendwie, ja. Aber gut, ich denke, sowas hast du. Sowas ist jetzt nicht so dramatisch, sagen wir mal so. Nee. Nicht so, aber ziemlich. Nee, auch nicht ziemlich. Schon geht schon. Es nervt schon, das muss man schon sagen. Ja, es ist schon. Also wenn man halt, ne, wenn man ein und derselben Person halt immer wieder das Gleiche sagt. Aber gut, die Leute hast du, so Leute hast du, glaube ich, auch überall. Ja, das gehört irgendwie auch dazu, ja. So, das hat man repariert. Fackel könnte ich mal noch reparieren. Warte. Ich habe kräftig auch für Öl gesorgt, also demnach auch für Benzin. Das habe ich schon gesehen, ja. Ist alles oben im Fabricator drin. Unten ist auch noch was, also müssen wir mal gucken, was wir da alles herstellen können. Bis jetzt kann ich nur so komische Platten herstellen, die können wir dann wahrscheinlich für irgendwie fortschrittliche Technologien oder für fortschrittliche Schusswaffen vielleicht. Also hier könnte man jetzt auch mal noch einsetzen. Mehr Fleisch. Oder ich behalte das Fleisch hier mal. Unten im Einlagerfeuer dürfte auch noch Fleisch drin sein. Okay. Ich habe ungefähr 20 jetzt dabei, aber wir müssen wahrscheinlich eh farmen gehen, dann, wenn wir auf T-Rex-Jagd gehen. Gold Meat. Hier tun wir noch Silikaperlen rein. Heute? Wieso kann man denn die nicht? Naja, egal. Ja, da haben wir noch normale Pfeile, aber die braucht irgendwie auch keinen Arsch. Was habe ich denn hier noch drin? Hier müsste doch auch verdorbenes Fleisch mittlerweile drin sein. Oh ja, habe ich sogar noch Metal drin. Das ist ja. Oh, ein Metal-Ingot auch noch. Im Ding ist auch Metal. Im Schmelzofen dürfte auch noch Metal-Ingots drin sein. Das habe ich gerade rausgeholt und rübergetan. Aha. So, ich bringe mal noch mehr Metal hoch. Das war hier bei mir im Schrank hier drüben. Bringt im Schrank natürlich nichts. Ja, aber ich muss sagen, es ist mir macht es auch megamäßig Spaß zu streamen. Es macht mir super, super, super viel Spaß, mit euch zu kommunizieren. An der Stelle auch nochmal massivsten Dank an Cracky und an alle Mods, die ganze Zeit da sind. Mein Bruder, die Katharina, die Ruby, schaut nach Kräften immer mal wieder vorbei. Macht ihr super, finde ich auch coole Sache. Mega geil. Ja gut, natürlich auch an dich als zweiten
wie sagt man, Broadcaster. Zweite Geige. Dagmar, nee, zweite Geige. Wieso kann ich ihn hier nicht? Als Stream-Kollege.